Hallo, wie ihr seht, war ich beim Action-Einkaufen. Heute ist Feiertag in Deutschland, 1. Mai und so. Und deswegen hatten die Geschäfte zu, aber in Holland waren sie geöffnet. Und deswegen bin ich über die Grenze gefahren nach Sevenum. Das ist bei uns ganz in der Nähe, fahre ich höchstens 20, 25 Minuten drauf und habe da die Gelegenheit genutzt und geshoppt, weil hier in der Umgebung bekomme ich einfach nie die Sachen, die ich haben will. Es ist einfach immer wieder weg und nicht da, die Regale nicht aufgefüllt, wie auch immer. Aber da hatte ich einfach Glück und es hat sich echt gelohnt, dass ich bis dort gefahren bin. Und was ich geholt habe, zeige ich euch jetzt. So, erstmal habe ich so ein Regal bekommen. Die gibt es wieder für 5,49 € meine ich. Und zwar kommt das Regal auf meinen Basteltisch zu stehen und wird da fest angeschraubt und hier mit diversen Dosen, Kleber und alles gefüllt. Ich habe schon eins davon, aber das läuft über und das passt noch gut daneben. Ist zwar nicht die gleiche Farbe, aber für den Basteltisch ist es egal. So, jetzt packen wir die Tüte aus. Da habe ich mir einmal diese kleinen Wäscheklammern geholt. Da hatte ich keine mehr von. Die gehen immer irgendwie für sämtliche Verpackungen und Verzierungen drauf. Ich meine, 1,99 € kosten die, bin mir aber nicht sicher. So, die einmal. Dann habe ich mir vier Pakete von diesen Blöcken geholt. Die kommen 99 Cent. Da sind immer zwei Stück drin. Ich habe euch beim letzten Video gezeigt, wie ich die verziert habe. Und da ich im September auf einem Markt bin, wollte ich da noch einige von verzieren und dann dort verkaufen. So. War vier Pakete habe ich mir geholt, wie gesagt. Dann diese Spitze zum Nähen. Mein Sohn, der ist aus sämtlichen Jeanstaschen aus sämtlichen Jeans rausgewachsen und ich wollte davon eine Tasche machen. Da habe ich ein schönes Video zu gesehen und da wird das halt mit diesen Borden hier verziert. Vielleicht komme ich dazu, wenn ich mal wieder Urlaub habe, dass ich das mache. Aber dann wollte ich auf jeden Fall die Sachen schon mal da haben. Die haben, glaube ich, 99 Cent gekostet. Und dann war ich, oh happy, das, was ich immer haben wollte. Diese Clear Stamps habe ich bekommen. Ich habe mir allerdings nur die mitgenommen, die mir wirklich gefallen. Das sind einmal diese Bärchen. Ich meine, die kosten 79 Cent. Diese Eulen habe ich bekommen. Diese Katzen haben mir ganz gut gefallen. Und diese Herzen mit dem Schriftzug Love und so weiter. Die waren, kamen ganz gut. Ja, da habe ich ewig nachgesucht. Immer wieder hier in Deutschland nach jedem Laden. Wir haben hier in der Umgebung drei Stück. Kein einziger hatte das. Ja, darum war das heute sehr erfolgreich. Das ist mein anderer Block. Dann habe ich einmal Nagellackentferner. Und ich weiß nicht, ob der gut ist, werde ich feststellen. Ich meine, der hat 99 Cent gekostet. Dann, ja, für 59 Cent dieses Set. Ich weiß nicht, ich muss mir immer sowas mitnehmen. Da steht schon meine ganze Fensterbank von der Küche mit voll, mit so kleinen Töpfen, wo dann Pflanzen rauskommen. Ja, 50% kommt auch schon mal was raus. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass das am Hersteller liegt, sondern eher an mir, von wegen wenig Gießen und so. Aber ich versuche mein Glück. Vielleicht habe ich Freude dann an einer Blume. Sonnenblume soll das geben. Ich habe mal beim, wie war das? Nanunana, Einhornsamen geholt. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Man hat das Ding in die Erde gesteckt und innerhalb von 3 Tagen kam schon was. Und heutzutage habe ich das ganze Küchenfenster zugewachsen. Ich weiß, mir graut schon davor, wenn ich das mal putzen will, ob ich dann die ganze Pflanze entfernen muss. So, dann habe ich mir diesen Block mitgenommen. Da waren auch noch andere. Wie gesagt, ich habe mir wirklich nur das geholt, was mir auch gefallen hat. Ich blätter den mal kurz durch mit euch. Hier das mit den Früchten fand ich ganz gut. So, das auch teilweise mit Glitzer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr? So, da kommen noch mal Früchte. Weil ich habe so viel Designerpapier. Ich hole mir wirklich nur noch das,
was mir wirklich gut gefällt und wo ich auch mehr Projekte mit vorstellen kann, ne? Und das für den Sommer einfach hübsch. Das, ja, und das mit Bananen. Kommt da noch eins? Und ja, auch nur Bananen. Okay. Dann habe ich diesen Block bekommen. Ich meine, der wäre 2,49. Der hat mir auch gut gefallen. Das ist dieser hier. Ein bisschen hinten. Ich blätter den auch mal kurz mit euch durch. Und zwar ist das auch mit so Glanzpapier. Seht ihr das? Das schimmert. Jede zweite. Einmal schimmern, einmal nicht schimmern. Fand ich auch ganz toll für diverse Projekte. Ich gucke schon immer, wenn mir die Hälfte schon nicht gefällt, lasse ich den Block meistens liegen. Ich habe so viel Designerpapier hier, wo ich denke, was machst du damit? Den einmal. Und dann den einfachen ohne Glanz für 1,49, meine ich, kommen die. Der hier. Den blätter ich auch mal kurz mit euch durch, wo Vorder- und Rückseite immer doppelt sind. Den fand ich ganz gut hier. Wo war er? Das hier mit dem Vögelchen. Das fand ich sehr witzig. Und da waren viele Kakteen drauf und sowas. Das ist ja jetzt im Moment im Kommen. Gut. Also habe ich mir den auch mitgenommen. Dann hier mehr, aber weil mir das kleine Glas so gut gefallen hat. Mit so Klammern drin. Das hat 89 Cent gekostet. So verschiedene Farben. Die fand ich auch ganz witzig. Musste einfach auch mit. Drei Pakete von diesen Mosaiksteinen. Da wollte ich Windlichter draus machen. Einmal in Blau. Die haben, glaube ich, auch 79 Cent gekostet. Hier in Orange. Und einmal in Grün. Jetzt kommt nur noch ein bisschen Kosmetika. Einmal diese Reinigungspads. Die benutze ich abends immer zum Abschminken. Und ein Viererpack von den Reinigungstüchern. Die benutze ich morgens immer, wenn ich mich am Schminken bin und irgendwas daneben geht. Und einmal dieses Shampoo. Seidig und glänzend. Das wollte ich mal testen. Ich nehme immer andere mit Apfelgeruch und so weiter. Aber das wollte ich jetzt auch einfach mal testen. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Feiertag. Der morgen Abend arbeiten muss. Einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann.